Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und heute gibt es mal wieder ein Haul-Video für euch. Ich war nämlich bei Action und habe wieder einige schöne Kleinigkeiten eingekauft. Insgesamt sind es 8 Teile und ich habe 7,49 Euro bezahlt, also ein ziemlich günstiger Einkauf. 4 Sachen seht ihr hier schon mal und das sind zweimal Papierblöcke und Umschläge. Genau, das sind 10er-Packs Umschläge, fand ich total hübsch und die zeige ich euch auch als allererstes. Die hier sind pink, die hier sind so türkisblau, ich mag ja diese Farbe sehr, sehr gerne. Die sind 11,4 x 16,2 cm groß und Kasernen hier jeweils zugeklebt, also seitlich. Vielleicht für kleine Geschenke oder man kann sie natürlich auch wirklich für die Post benutzen. Muss man natürlich hier die Adresse auf ein weißes Feld, also nochmal draufkleben mit einem Adresssticker. Aber total cool. Sehr, sehr schön. Kann ich mir auch in einem Tauschpäckchen sehr gut vorstellen, wenn man da verschiedene kleine Sachen reingibt. Und hier das Ganze nochmal in dem Wabenmuster. Sehr, sehr cool. Oder für so Wenn-Briefe auch sehr cool. Also wenn man das Ganze dann abheftet in so ein richtiges Büchlein rein. Sehr, sehr schön. Also insgesamt 20 Stück und ich schaue auch einmal kurz nach dem Preis. Ich habe das gut vorbereitet hier. So, Briefumschläge gemustert. 59 Cent zweimal, 1,18 Euro. Also 60 Cent für... knapp 60 Cent jeweils für 10 Umschläge. Und weiter geht es hier mit dem Designpapier. Das sind jeweils 30 Blätter, 3x10 Designs, Kollektion 1, Kollektion 2. Es gab auf jeden Fall noch eine dritte mit Silber, die habe ich jetzt nicht mitgebracht. Ich fand hier die Gold, Blau und ja, dieses dunkle Pink, Magenta, Lila, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es glänzt so cool pink und dann sieht es in der anderen Richtung wieder lila aus. Also dieser glänzende Ton hier, sehr, sehr schön. Ich fange direkt mit 1 an. Da ist die Schrift hier in diesem Blauton. Mix and Match. Es fängt mit diesen Herzchen an. Sehr, sehr cooles Design. Ich mag auch immer ja, dieses Pappdesign und dann mit gemalten Sachen drauf oder hier mit diesem gedruckten, dann mit den Tauben, mit Rosen, hier mit der schönen Schrift und es glänzt einfach so fantastisch. Hier noch ein Schmetterling angedeutet. Ja, da ist eine Seite zu viel drin. Die kommt einmal weg, aber es sind auch dreimal dieses Design dabei. Das ist auch sehr, sehr cool. Wieder in Schwarz abgesetzt mit den Schmetterlingen. 2, 3 auch. Dann hier wieder Blumen. Auch total schön. Nochmal Blumen, jetzt wieder in Schwarz- und Grautönen. Auch mit der Schrift finde ich es einfach super schön. Ganz, ganz tolle Designs. Hier wieder Herzchen. Ich finde, die kann man auch so schön untereinander kombinieren. Zum Beispiel Origami macht damit, so was Modulares. Und dann diese beiden zusammen. Super, super schön. Auch davon 3. Dann hier wieder mit Herzchen, mit Blumen und Vögelchen. Ist auch sehr cool. Sehr stark gemustert in dem Blauton. Schau mal eben vorne drauf. Es sind 2-mal der Blauton dabei und 3-mal dieses Pink abgesetzte. Hier ganz viel Love, ganz viel Herzchen und Küsschen. Hier nochmal ein sehr großes Blumendesign, auch super schön. Und dann bin ich auch schon am Ende. Ich gucke gerade mal nach der Größe. Ich glaube, das sind 15 x 15 cm, 14 oder 15 x 15 cm. Richtig, richtig cool. Und natürlich die zweite Runde davon, Collection Number, also Nummer 2, Number 2. Ich fange auch wieder einfach mal vorne an. Fängt ganz einfach an, hier mit den Linien, aber auch super schön. 2,
3. Dann Schwalben in Gold. Sehr, sehr schön. Super cooles Design. Dann hier wieder Blumen. Kann ich mir auch untereinander sehr gut vorstellen. Ich zeige euch das mal. Die beiden kombiniert zum Beispiel. Und Nummer 3. Dann hier wieder ein ganz einfaches Muster, auch wieder gestreift, aber auch super cool vom Glanz. Ein sommerliches Zitronen- oder Orangenmuster. Und hier wieder was super Filigranes, sehr, sehr kleine Blumen, sehr, sehr fein. Auch vom Zeichenstil her anders oder vom Designstil eher. Hier wieder ganz filigrane Blätter, einer ganz fein angedeuteten Struktur und Sternchen, ganz, ganz viele Sternchen in verschiedenen Größen. Auch super einfach das Design, aber auch super, super schön. Und ich glaube, das wird so das Highlight für Kathi sein, das muss ich hier gleich erstmal zeigen, ganz, ganz viele Ananas. In Gold. Also diese Goldtöne sind auch super schön. Also das ist super schön. Dann, also ich finde sie alle super. Aber besonders auch hier die Schwalben gefallen mir sehr gut. Die Erdbeeren habe ich gerade gar nicht gesehen. Da sind die Erdbeeren. Weiß nicht, ob ich sie überschlagen hatte oder übersehen hatte. Hier sind natürlich noch die Erdbeeren, die vorne drauf waren. Und davon natürlich auch 3 Blätter. Auch ein super cooles Frühlingsdesign. Sehr, sehr schön. So, die kleinen Blöcke, die ich euch gerade gezeigt habe, haben auch 59 Cent gekostet. Also zusammen 1,18 Euro. Dann mache ich jetzt weiter mit den großen Kartons. Das ist Musterkarton. Jeweils 32 Bögen. Ich habe hier 2 Packungen davon. Und die sind 30 x 15 cm groß. Super schön zum Kartenbasteln zum Beispiel. Und die haben 1,79 Euro pro Stück gekostet und dann zusammen 3,58 Euro. Beides richtig schöne Sommerdesigns schon. In Pinktönen viel. Viel Pink, viel Rot hier dabei, hellblau. Und hier geht es eher so in die rosa, rot, pink, Glitzer Richtung. Glitzer ist bei beiden dabei. Hier ist es so eine Mischung, nee, ich glaube, es ist bei beiden so eine Mischung aus Silber und goldenem Glitzer. Und ich starte erstmal mit diesem unteren hier. So, hier sind Herzchen. Auch ziemlich einfach und schlicht vom Design, aber total niedlich, so ein bisschen wie willkürlich drauf verteilt, aber sie folgen natürlich einem Muster. 3-mal das Ganze. Ne, 4 sogar. 4-mal, 8 Designs, wahrscheinlich jedes 4-mal. Dann hier für eine Geburtstagsparty super schön oder für Einladungskarten. Richtig coole Ballons. Auch 4-mal. Auch hin und wieder mit Glitzer abgesetzt. Dann ganz viele Bonbons, ganz viel Candy, Candy Party in hellblau. Auch super schön für Einladungskarten, also richtig, richtig cool. So Geburtstag, Party, Frühlingsparty, Sommerparty, sehr, sehr schön. Dann hier so ein bisschen Wilder Westen, so ein paar Tippi-Zelte und dann sind hier so Kakteen zwischen. Ganz viele Glitzer-Kakteen, das auch wieder... 4-mal. Und dann geht es so ein bisschen, ja, Aztekenmuster würde ich fast sagen, weiter. Hier mit den Pfeilen, die alle so nach oben zeigen, auch wieder hin und wieder mit Glitzer abgesetzt. Auch 4-mal. Dann wieder was Einfaches, aber auch super cool, so ein Zackenmuster. Jeder zweite rote Zacken im Glitzer. Pusteblümchen, die wegfliegen. Die glitzern alle. Sehr, sehr schön. Auch ein sehr cooles Design. Und nochmal Pfeile. Auch hier dieser angedeutete Aztekenstil. Weiße, rote Pfeile, alle weißen Pfeile mit Glitzer. Und das Ganze natürlich auch super schön aufeinander abgestimmt.
Diese hier passen natürlich hervorragend zusammen. Wie eben auch diese hier. Und hier am Anfang natürlich die Party-Designs. Ja, ein super schöner Block. Und ich zeige euch natürlich auch noch den zweiten. Das Design finde ich schon mal so nur von außen super cool. Und auch dieses hier mit den Blättern. Auch wieder alles viermal dabei. Das hat natürlich super viel von Sommer mit den ganzen Zitrusfrüchten, mit den Wassermelonen, mit dem Glitzer. Super schön. Dann Pünktchen. Sieht aus wie, ja, so ein bisschen wie Wasser im Pool. So ein leicht türkis auch. Viel Glitzer dabei, ein bisschen wie Wasserfarben. Dann hier die Palmenwedel mit dem Gold abgesetzt. Hier ist es so, dass die Blätter selber nicht glitzern, sondern nur die Linien dahinter. Ganz viele Kussmünder und jede zweite Kussreihe glitzert wieder. Hier wieder sehr einfach, aber total schön. Ein super schönes, dezentes Rosa, so ein Pastellton mit goldenen Glitzerkreuzchen drauf. Hier so Kreisdesigne, so ein bisschen Mandala-ähnlich. Auch in Pastellfarben, das Ganze in so einem Pastellton hinterlegt. Hier so ein Konfetti-Muster mit bunten Konfettis dazwischen, zwischen dem Weiß. Auch wieder sehr zufällig. Hier auch wieder sowas an Mandalas angelehnt oder auch an kleine Zellen. Und hier sind dann auch wieder einige glitzernd. Und dann bin ich hier auch schon am Ende. Auch ein super schöner Block. Also die gefallen mir beide, ich kann mich gar nicht entscheiden. Also super schöne Designs dabei. Und ich komme dann auch schon zu meinen letzten beiden Sachen. Als letztes habe ich hier nämlich die beiden Leimwände, 20x20 cm groß. Zusammen als Doppelpack haben sie 1,55 Euro gekostet. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf, sie zu gestalten. Das macht immer riesen Spaß. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Haul gefallen. Und wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habt ihr ja die ein oder andere schöne Kleinigkeit aus meinem Haul auch schon entdeckt und auch bei Action eingekauft und sagt, ah, das fand ich besonders schön daran. Schreibt das einfach alles unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten auf den Abonnier-Button klicken und natürlich auch auf die kleine Glocke daneben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!